Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizza-Kanal. Im heutigen Video werde ich euch ein paar Einblicke in meinen letzten Neapel-Urlaub geben. Vor allem werden wir uns den Besuch der Latteria Sorrentina etwas genauer anschauen. Hier schon mal ein paar Aufnahmen von meiner Anreise nach Neapel mit dem Auto. Die Anreise war nicht ganz so erfolgreich für mich. Mein Auto blieb mitten auf der Autobahn stehen. Ich musste abgeschleppt werden, mein Auto wurde zu einer Werkstatt gebracht. Hier leider die bittere Diagnose, mein Auto konnte nicht auf die Schnelle repariert werden und musste stehen bleiben. Ich habe mir dann einen Mietwagen genommen und bin mit diesem noch nach Neapel gefahren. Das war dann auch kein Problem. Vor allem die Stadt hat mich dann für die Strapazen der Hinfahrt entschädigt. Neapel ist wirklich wunderschön und ich kann jedem nur empfehlen, diese Stadt einmal zu besuchen. Und hier jetzt noch ein paar Bilder von mir. Schaut sie euch an. Ja, einen Tag später war es dann soweit. Ich durfte die Latteria Sorrentina besuchen und bekam auch eine kleine Firmenführung. Leider habe ich diesmal nicht so professionelle Videoaufnahmen gemacht. Ich hatte nicht vor, das Video auf YouTube hochzuladen, aber ich habe mir dennoch sehr viel Mühe gegeben. Das wird heute ein Mix aus Videos und Bildern. Jetzt geht's schon los. Hier verschiedene Formen für den Fior di Latte. Zum Beispiel für Fior di Napoli oder hier ganz charakteristisch für Scamorza. Das sind dann die Becken, wo der Käse später mal durchlaufen wird. Hier kann man sehen, dann in Action links große Fior di Latte-Stücke, rechts der Fior di Napoli schwimmt in einer Molke und wird dann weiter verpackt. Der Fior di Latte hier zu sehen, ist geschnitten. Den verkaufe ich so auch in meinem Shop. Ist natürlich unheimlich praktisch, muss man zu Hause nicht mehr selber schneiden. Das sind jetzt hier Gastronomiegebinde mit ca. 5 Kilogramm. Bei mir im Shop habe ich ja ein wenig kleinere mit 1,5 Kilogramm. Die werden wir jetzt gleich im Hintergrund sehen. Genau hier, das sind die grün-weißen Verpackungen. Hier werden sie in die Kartons verpackt, so wie ich es dann auch auf der Palette geliefert bekomme. Ja, hier kann man dann noch sehen, wie der Scamorza verpackt wird. Wir durften natürlich auch alle Produkte der Latteria Sorrentina probieren. Die waren wirklich alle sehr, sehr lecker. Hier dann noch ein ganz besonderer Käse und zwar Fior di Fuscella. Das ist eine Art Ricotta. Hier kann man sehen, dass auch noch sehr, sehr viel Handarbeit angewendet wird. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal der Latteria Sorrentina. Auch diesen Käse durften wir probieren. Der schmeckte unheimlich cremig, unheimlich frisch. Eine ganz, ganz leckere Käsesorte. Ja, jetzt schauen wir noch ins Lager. Von hier aus wird die Ware dann ja fast in die ganze Welt geliefert. Auch zu mir nach Deutschland. Also hier wird mir eine Palette hergerichtet mit den verschiedenen Käsesorten und kommt dann per Kühlversand zu mir mit dem LKW nach Deutschland und ich schicke es dann weiter zu euch. Jetzt habe ich noch eine kleine Diashow und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß.
Einen weiteren Tag später habe ich dann noch Luigi besucht, hier rechts im Bild. Diese stellt meine schönen Ölkannen her, auch Oliera genannt. Und hier habe ich mir nochmal die Herstellung in seiner kleinen Manufaktur angeschaut. Und da habe ich auch nochmal eine Diashow gemacht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Luigi macht natürlich nicht nur Ölkannen, sondern auch viele, viele andere wunderschöne Dinge. Also das ist wirklich eine ganz tolle Handwerkskunst. Ja, das war es jetzt auch von meinem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's es gut. Prost. Bis bald.